Ja, grüßt euch, da bin ich wieder, der Spitzengärtner vom Gemeindewald. Und heute sage ich einmal, wie man so ein Mistbeet oder Frühbeetkasten macht. Früher hat man Mistbeet gesagt, mit Mistbeetkasten, weil da ist die Erde ausgekommen worden, so 10 cm vielleicht, und dann ist ein Rossmist reingekommen, eine Schicht, und dann ist die Erde wieder draufgekommen. Und der Rossmist, der ist, hat gearbeitet und hat sie umgesetzt, und der Prozess setzt Wärme frei. Das haben die auch im Erwerbsgartenbau gemacht. Ganze Kasten hat man da packen, hat man das genannt, und war eine Schinterei. Und dann haben die schon im Winter draußen ein Mistbeetel hergerichtet und haben dann da einen Salat rein und haben dann sehr früh schon Salat gehabt und andere Gemüse, weil die eben da warm geworden ist. Und da ist es dann nicht mehr reingefroren. Es sind dann noch Matten draufgekommen, so Isoliermatten, war eine pfundige Sache. Das macht kaum mehr jemand heutzutage, aber der Mistbeetkasten, der Name ist teilweise noch blieben, also bei uns sagt man immer noch so. Aber eigentlich ein Frühbeetkasten, wo man ab Februar einen Salat nicht pflanzen kann. Damit man dann, ab April kommt er ja dann direkt ins Freiland, vielleicht noch mit einem Vlies eventuell, aber sonst nicht mehr einen Kasten rein. Und ich zeige euch, wie das geht. Ich habe jetzt ganz einen einfachen, primitiven Kasten Bauschnei zusammengenagelt und zusammengeschraubt, damit ihr seht, wie das geht, und gar nicht schwierig, ein paar Bredel und ruckzuck fertig. Wichtig ist, dass der transportabel ist, dass man den jedes Jahr versetzen kann, dass die Erden sie wieder da holen kann, dass wieder gescheit durchfeucht einmal und gescheit umgraben oder gefräst wird, und nicht, dass da betoniert ist oder Eisen am Boden reinkaut, die wollen nicht mehr rausgehen, und dann muss man 20 Jahre lang, 30 Jahre lang am gleichen Platz immer wieder einen Salat und Kohlrabi abpflanzen, und das will man nicht. Das ist auch nicht gut für den Boden, das sollte man nicht machen. Und darum kann man das jetzt auch versetzen. Und darum muss der recht leicht zum Auf- und Abbauen sein. Und das habe ich jetzt gemacht, und jetzt zeige ich, wie das geht. Passt mal auf. Wir haben da zwei Bretel für die Seiten, und für die Links haben wir auch noch mit zwei Bretel. Da ist links und rechts ein Pfosten, angespitzte, damit dann die kommen an Bohnen hauen, und dann ist das fest, und dann kommt der Wind, das auch nicht mehr packen. Nicht, dass dann der Kasten beim Nachbarn drin liegt, das wollen wir nicht. Der hat mich auch nicht gebaut. Also fangen wir an, dann wir fertig werden. Hinten kommt der Hechersbrill. Vorne kommt ein niedriges Bretel. Dann die zwei Seitenbretel. Auf der anderen Seite noch eins. Nimmst du ihn auf.
Habe ich Scharnierl nicht gemacht, ich zeige euch das nur nachher nochmal. Fertig. Schau mal. Einwandfrei. Ich habe jetzt bloß zwei Scharnierlein rein. Man kann natürlich auch noch mehrere machen. Dann hält es noch besser. Da haben wir Spreizen. Tun wir da her. Und dann kann man da ein wenig arbeiten. Kann man da einpflanzen. Ja. Und das tun wir jetzt natürlich gleich. Damit man auch sieht, wie der funktioniert, der Kasten. Das ist nämlich ganz was Pfundiges. Salatpflanze. Pflanzt man ein. Nicht zu tief, das wisst ihr ja. Salat vorne muss werden. Ganz wichtig. Gießt man an. So, und angossen. Da warten wir noch 21, 22, 23. Hey! Schon fertig. Das ist aber schnell gegangen. Ja, wenn man so einen Kasten hat und weiß, wie man es machen muss, super Sache. Kann ich bloß empfehlen. Und jetzt zeige ich euch, wie der im Detail gemacht ist. Moment, jetzt dürft ihr ein bisschen wandern, fliegen, ein wenig euch das anschauen. So, ich zeige euch das hinten einmal. Halt, vielleicht machen wir ihn erstmal zu. Moment, jetzt sind wir beieinander. Schaut, da habe ich hinten bloß ein Scharnierl. Nichts Spektakuläres. Ganz einfach. Endet natürlich das gleiche nochmal. Da kann man noch ein paar mehrere hinmachen. Oh, und da kann man ja alles machen. Mit allen Materialien arbeiten. Also schauen wir mal von Oma, wie er von Oma ausschaut. Also ich habe jetzt das so gemacht, so gelöst. Wichtig ist, dass die Latten, die man zur Stabilisierung eventuell braucht, dass man die nur da links nicht tut. Wenn eben einer das braucht, man da quer noch eins. Da bleibt nämlich dann da noch das Wasser stehen in der Folie. Das ist nicht so gut. Wenn es da mal nämlich gescheit regnet und es bleibt da mehr Wasser stehen, noch. Zum Schluss habt ihr einen richtigen See da, könnt ihr noch ein paar Fische rein da, neben dem Gemüse. So. So schaut das aus. Ganz einfach gemacht. Diagonale, zwecks der Stabilität, ist klar, kannst theoretisch auch bei den Ecken natürlich machen, überall. Also da kann man viel machen. Also wenn es einem Mann mal fragt, was er da so für Ideen hat, oder ich schaue selber im Baumarkt, also das kann wirklich jeder recht schnell machen. Und wie gesagt, die Pfosten habe ich deswegen drin an die Ecken, hauptsächlich damit halt der Wind nicht davor war, als Kante passieren. Ja, das ist einmal das. Und die Folie, das ist nur zu Anschauungszwecken. Also die Folie ist eine ganz dünne Folie, die nicht einmal eine Saison wahrscheinlich aushält. Die habe ich bloß, damit ihr mal seht, dass überhaupt was drauf kommt. Denn eigentlich nimmt man ja da so eine Delta-Folie, so nennt man die. Das ist sowas, da habe ich ja schon so ein Dach gemacht einmal für meine Tomaten. Die ist armiert, sind so Fasern mit eingeschweißt und die ist auch noch leicht grünlich, wenn einem das gefällt. Aber das ist deswegen, dass die Sonne nicht so gar durchscheint, sondern dass sie das ein wenig streut. Das ist besser für Pflanzen, dass es da keine Verbrennungen gibt. Und die ist total stabil. Viel stabiler wie die dünne. Also das ist das Richtige. Und da braucht es ja nicht ganz so viel Unterlag. Da Spreizen oder so Latterl durch. Oder ein Drahtspanner braucht es vielleicht gar nicht viel. Okay, und das habe ich ja damals mit einer Latten
angenagelt. Aber da habe ich die Ecken auch stabilisiert und keine Diagonale neu gemacht. Also es gibt verschiedene Sachen. Was auch noch ganz raffiniert ist, fällt mir gerade ein, das ist ja für Tomaten im Sommer. Wenn man jetzt das macht für Miesbeetel und schon dran denkt, dass man es für Tomaten braucht, dann hat man daher, dass man zweimal hernehmen kann. Das nimmt man im März, April fürs Miesbeetel, dann tut man es runter, weil man es sowieso nicht mehr umlassen soll, weil es zu warm wird, und dann kann man es gleich für Tomaten hernehmen. Macht man da vier Stützen, das habe ich ja bei einem anderen Video eh schon gesagt, vier Stützen an das Dach, und schon hat man Tomaten daher, wunderbar. Das ist eine ganz gute Sache. Dann hat man bloß ein Dach, das man aufräumen muss. Und es liegt dann nicht so lange umeinander, weil man es ja erst im Herbst aufräumt. So, das war es gewesen mit meinem Kasten. Eigentlich ist wirklich total einfach. Also da könnt ihr euch austoben. Und so ein Kasten ist wirklich gut. Da kann man schon im März oder Mitte Februar eigentlich schon, bloß da haben wir noch keine Pflanzl. Anfang Februar haben wir dann mal, Anfang März haben wir dann mal Pflanzl. Sowas. Ende. Heuer haben wir schon früher gehabt. Aber normalerweise Anfang März. Je nachdem, wie es wieder ist. Kann es ja noch schneien draußen. Und man sollte den schon früh hinstellen, damit der Schnee weggeht unter dem Kasten und damit sich der Erden aufwärmt. Nicht erst hinstellen, wenn man dann einpflanzt, sondern schon vorher am besten. Schon im Februar hinstellen und im März was einpflanzen. Dann ist der Boden schon warm, dann hat sich das schon aufgewärmt und passt das. Und wenn es einmal April wird, dann dürft ihr das dahin nicht mehr umlassen. Das schraubt es wieder runter, braucht es gar nichts mehr. Nichts mehr. Kannst den ganzen Kasten abbauen eigentlich. Das tut kein gut, wenn der so warm hat. Im April wird es dann nämlich schon gescheit warm und da wird es einem zu warm. Lüften müsst ihr sowieso eventuell, müsst ihr ein bisschen regulieren. Aber auch sonst, das wird wirklich gescheit warm. Da kann er eigentlich verbrennen. Das habe ich schon oft erlebt von den Kunden, dass die dann verbrennende Salat gehabt haben. Sag ich, ja, das wundert mich nicht. Im April wird der direkt ohne Schutz ins Freien auspflanzt und da brauche ich auch so einen Kasten nicht mehr. Der ist bloß, damit du den einpflanzen kannst und damit der schon mal wächst und hast du spätestens Ende April, Anfang Mai deinen Salat. Radiesel hast du schon eher. Mal die ersten Radiesel nach dem Winter. Gibt es denn was Besseres? Naja, das Bier, wo man dazu trinkt, ist auch nicht so schlechter, aber die Radiesel sind schon auch ganz gut. So, das war's zu meinem Kasten. Mehr gibt es da momentan nicht zu sagen. Hab mich gefreut, dass ihr mir zugehört habt und viel Spaß beim Basteln. Wenn Fragen sind, gerne, kein Problem. Und gutes Gelingen. Pfiat euch, Servus, bleibt mir gesund.